Moin von der Tellermitte. Wir sind hier heute in Spanien, in Salamanca, in den geheiligten Hallen von unserem Lieferanten von Iberico Schwein. Und wir dürfen hier heute einmal zuschauen, wie diese tollen Sachen zugeschnitten werden. Die Zerlegung von Iberico-Schweinen läuft komplett anders, als wir das bei uns zu Hause kennen. Diese Schweine haben viel mehr Fett als die Schweine, die wir haben. Und dadurch werden die warm verarbeitet. Die sind heute Morgen geschlachtet worden, sind runtergekühlt auf, was werden die haben, 10, 15 Grad und werden jetzt komplett zerlegt. Und dafür gibt es ein spezielles Messer, das sieht so aus. Also mit einem normalen Metzgermesser, mit dem wir sonst arbeiten, geht das nicht, weil durch das viele Fett brauchen die eine breite Klinge, mit der sie das Fleisch aus der Karkasse schälen. In Deutschland würde man diese Teile am Stück so zerlegen und dann weiterverarbeiten. Hier nehmen sie die Schweinehälfte und lösen alles aus der Schweinehälfte heraus. Wir dürfen jetzt gleich den Ruben und dem Angel filmen und ich erzähle euch dann, was er genau herausschneidet, weil das ist ein super interessanter Prozess, den wir so in Deutschland nicht kennen. Also hier sehen wir jetzt, wie er den Rücken auseinander nimmt, und zwar nimmt er das sogenannte Corona, das ist der Rücken mit Knochen, schält er jetzt aus der Karkasse heraus. So, das ist jetzt der Rücken, das geht zur Weiterverarbeitung an einen anderen Platz und jetzt nimmt er hier die Rippen raus. Das gibt nach dem Zuschnitt später unsere Leunenrips. Jetzt geht es zur Schulter und er nimmt jetzt hier den Nacken raus. So sieht der Nacken am Stück aus. Und hier seht ihr jetzt, wie er die Keule und den Bauch vorbereitet. Dort versteckt sich das sogenannte Flanksteak, Bauchfleisch. Das geht hauptsächlich in Burger und Würste. Und hier seht ihr dieses wunderbare weiße Fett. Und unter diesem Fett liegt das sogenannte Flanksteak. Das schält er jetzt auch wieder heraus. Ihr seht, wie er oben das Fett abgeschält hat und jetzt schält er das Fleisch aus dem Fett heraus. Das geht nur mit dieser speziellen, breiten, scharfen Klinge. Und die Verarbeitung geht nur, wenn die Tiere nicht durchgekühlt sind. Das ist jetzt die Keule für die berühmten Schinken. Die geht auch zur separaten Verarbeitung woanders hin. Jetzt seht ihr, wie er das Secreto herausnimmt. Hier ist das Secreto. Ihr seht, das ist ein wunderbarer Fächerschnitt, wie der rausgeschält wird. Wenn ihr es noch nie probiert habt, probiert es aus. Es ist super lecker. Also, wir machen jetzt einen Rundgang und wir zeigen euch nachher noch mehr von diesem tollen Ort hier, an dem wir heute sein dürfen.